Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben. Wir spielen heute keine Achievement Hunter. Das tut mir sehr leid, aber es sind neue Maps rausgekommen, Leute, und die werde ich euch jetzt vorstellen. Vielleicht schaffe ich sogar zwei Folgen täglich Bed Wars zu machen. Das wäre übelst krass. Ich versuche mein Bestes. Das sind sieben neue Maps, die will ich euch alle versuchen, parallel zum Achievement Hunter noch vorzustellen. Ja, das versuche ich jetzt zu schaffen. Da ich Premium habe, müssen wir es jetzt auch mal ausnutzen. Die erste Map ist Wild West, glaube ich, heißt sie. Und auf den ersten Blick sieht die schon mal ziemlich stark aus. Muss man hier kurz ein bisschen erkunden. Hier oben ist das Bett. Alles klar. Okay. Wo ist der Eisenspawner? Irgendeiner hatte Eisen. Ach, hier wahrscheinlich, oder? Ne, hier ist der Villager. Der Villager Boy. Okay, so ganz klar komme ich noch nicht. Wo ist der Eisenspawner? Das verstehe ich noch nicht so richtig. Hier der gute alte Kamin. Oh Gott, was soll das denn jetzt? Leck doch bitte nicht. Spiel. So, dann gönnen wir uns hier erstmal das und das. Und dann natürlich die gute alte Spitzhacke. Ich muss mal kurz gucken, ob ich aufnehme. Alles klar, ich nehme auf. Meine Webcam meine ich, weil ich mit einem anderen Programm als sonst meine Webcam aufnehme. Wenn man irgendwie einen Qualitätsunterschied bemerkt, dann sagt das doch mal bitte. Weil ich nehme jetzt mit einem Logitech-Programm auf, also mit der Logitech-Webcam-Software, was ich vorher nicht getan habe. Was mich ein bisschen provoziert hier ist, dass man den Villager Sachen zuwerfen kann und die nicht wiederbekommt. Ist ein kleiner Verbesserungsvorschlag. Ich weiß, den hört sich der Bauer eh nicht an, weil der das bestimmt gar nicht guckt. Es sei denn, er gibt einfach mal auf YouTube einen Wild West und ich bin einer der Ersten, der es produziert. Ach, der ist bei mir. Das ist natürlich richtig. Will der mir jetzt mit einem Rückschussknüppel geben? Come on, please, Bro. Okay, ich mache jetzt aber erstmal ein Bett kaputt. Mit sowas gebe ich mich hier gar nicht ab. Ich versuche direkt mal mein Glück bei dem Team Rot. Weil ich hoffe einfach mal, dass viele die Map hier noch gar nicht richtig kennen werden und sie auch noch gar nicht erkundet haben und deswegen auch nicht richtig wissen, wo das Bett rumsteht. So, der eine versteht hier... Ah doch, hier, die wissen schon mal. Das ist natürlich ein bisschen dumm. Ist ein bisschen dumm gelaufen. Egal, ein Bett ist schon mal kaputt. Schade, muss ich sagen. Ich hätte das gerne... Alter. Ein bisschen laggt's gerade, warum auch immer. Verstehe ich nicht. Egal. So. Also ich muss sagen, auf dem zweiten Bildschirm sieht die Webcam-Aufnahme eh viel besser aus. Müsst ihr mir mal sagen, wie ihr das seht. So. Okay, das Bett hier zu kriegen ist echt nicht leicht. Ach doch, man kann doch einfach ums Gebäude rumrennen. Oh, Torben, du bist echt kluck. Nee, ich will doch nichts. Meinetwegen gehe ich auch dahin. Okay. Komm bitte. Lass mich einmal. Ich möchte zu grün. Darf ich zu grün gehen? Oh mein Gott, dann halt zu Team Rot. Ist auch nett, dass ihr mich dahin rennen lasst. Ich glaube, denen ist es nicht aufgefallen. Er baute sowieso eine Treppe bis unter die Map. So, jetzt probiere ich das doch mal aus, indem man sich einfach hier außen rum geht. Indem man hier außen rum geht. Die sind in der Mitte noch beschäftigt, dann baut man sich hier hoch und hat nämlich ganz easy das Bett. Ja, läuft doch bei mir. Läuft doch wunderbar. Sehr gut, jetzt werden sie gleich alle zurückgestürmt kommen, aber vorher werde ich mir schon mal den Kill hier snacken. Weil der gammelt sowieso nur da unten ab. Und will sich hier eine schöne unterirdische, unter der basic Base bauen. Hi, tschüss. So läuft das schon mal nicht, aber kann man hier anscheinend auch gut machen. Sieht zumindest danach aus. So. Das hat ihm nur dann halt am Ende nicht viel gebracht, weil der Torben das mitgekriegt hat. Ich hoffe, mein Schnupfen ist wieder nicht zu krass. Hä? Hä? Wie hat er das bitte gemacht? Das muss man mir mal kurz erklären. Er ist gestorben dabei. Ach, ist er einfach runtergesprungen? Okay. Kann man machen, wenn man kein Bett mehr hat. Muss man aber nicht. Kann man natürlich auch genauso gut sein lassen. Ich sehe gerade, meine Haare sehen ziemlich scheiße aus. Juckt mich aber auch nicht besonders.
So, wir probieren das gleich jetzt nochmal bei Team Grün. Also ich muss sagen, die Map gefällt mir schon mal ziemlich gut. Und wenn ich es wirklich schaffe, dass ich 2 Folgen Bed Wars täglich bringen würde für 7 Tage, das wäre doch ziemlich amazing. Oder Leute, was sagt ihr? Ich denke auf jeden Fall schon. Mal gucken, ob wir das schaffen. Weil, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass der jetzt einen Bogen hat. Finde ich persönlich nicht so praktisch. Und solange es nur einer ist, ist es in Ordnung, weil man sich dann immer schön auf der einen, auf der anderen Seite dann vercampen kann. Die TNT-Schafe sollen hier bitte rübergehen. Dumme Viecher. Okay, jetzt sollten sie auch den zweiten Bogen parat haben. Tatsächlich passen sie aber gerade nicht auf, dass ich hier einmal hinstürmen kann. Okay, ich habe natürlich weder Rüstung noch sonst irgendwas. Aber ich gebe eine dicke Combo, Leute. Oh mein Gott, weggekombot. E-Scat wreckt. So, wenn du die jetzt einfach dir vornimmst hier, dann baue ich mich hier nämlich hoch. Kriegst du den? Sehr gut. Und dann werden wir die jetzt, denke ich mal, kaputt rushen. Ganz altmodisch. Zack, zack. Hä? Alter, er hat Skill. So viel steht fest. So, aber das lässt mich natürlich hier nicht einschüchtern. Das war ein bisschen gemein. Okay, Nummer 1 ist weg. Nummer 2 ist ebenfalls weg. Nummer 3 hat eine dicke Rüstung und hat mich totgeboxt. Aber ich hoffe, ich habe meinem Team den Weg da erstmal frei gemacht. Man weiß es nicht. Vielleicht ist es so, vielleicht nicht. Vielleicht kriegen sie es gebacken, vielleicht nicht. Ich hoffe doch mal. Also sie töten da gerade zumindest. Sehr schön. Ja, sie schaffen es. Sehr gut. Sehr gut, Leute. Damit haben wir die Runde auch schon gewonnen. Nach 7 Minuten. Das sollte machbar sein für morgen. Für euch halt für heute. Zu rendern. Es wird also wahrscheinlich nicht eines der ersten Videos von dieser neuen Map hier. Aber mal gucken. Vielleicht packe ich ja direkt hier im Anschluss auch noch die nächste Map. Also ich werde direkt im Anschluss auch noch mal die nächste Map recorden. Okay, dem haben wir einfach Fall Damage gegeben. Jetzt steht er davor natürlich und wird jetzt jeden Moment runterspringen. 3, 2, 1. Oh, ich hab ihn tot geprügelt, oder? Ja, sehr schön. GG. Ja, Leute, war auch eine schöne Runde für die 102. Folge. So. Schreibt mir bitte wegen dem neuen Facecam auch ein neues Programm, ob das so läuft. Ob ihr das so gut findet. Weil mein anderes Programm ist bei dem PC-Absturz kaputt gegangen. Und, schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr die Map findet oder welche von den neuen, wenn ihr die schon gespielt habt, ihr am besten findet. Flowers ist hier zum Beispiel eine neue, sehe ich gerade. Village ist eine neue. Also es sind viele mal 2 Maps dazugekommen. Dann gibt es noch Frozen, ist eine 8x1er, glaube ich. White West, da waren wir gerade drin. Ja, ich denke, als Antic gibt es. Ich denke, als nächstes werden wir immer Village ausprobieren. Aber da sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like da. Ihr wisst wahrscheinlich nicht, wie viel Arbeit ich mir mache, aber es ist richtig viel, wenn ich jetzt 2 Folgen Bed Wars täglich rausbringen will für 7 Tage. Das heißt, lasst doch einfach mal einen Daumen hoch da, um zu sehen, ob es euch gefällt. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch gerne abonnieren. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Und sonst noch irgendwas zu sagen? Ne, haut rein und ciao.